Welcome back, Freunde der filmreifen Unterhaltung, zu einer weiteren nachtaktiven Folge A Plague Tale Innocence. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und wenn du keine weitere Folge verpassen willst, dann klicke einmal mit Bedacht auf den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und du wirst immer up to date sein. Gut, Freunde, machen wir mal weiter an dieser Stelle. Wir müssen Richtung Universität, um das kostbare Buch zu holen, welches unserem Bruder helfen könnte, die Krankheit ein wenig hinauszuzögern, die er hat. Beziehungsweise vielleicht mehr Tote. Können sie ihn auch komplett retten. Man weiß es nicht. Alter, die Grube, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ein Massengrab vom allerfeinsten Stern. So, okay. Ich komme hier easy rein, oder? Was geht hier? Warum seid ihr so aufgeregt? Muss ich irgendwann mal runter, oder? So wie es aussieht. Also ich komme auf jeden Fall wieder hoch. Und auch noch ein Massengrab. Muss ich da jetzt wirklich runter? Ach, guck mal hier. Da kann man ein bisschen zündeln. Zündeln wir mal. Sieh mal einer an. Das kennen wir doch. Weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, darunter zu gehen. Naja. No risk, no fun. Also das ist Episangus. Gut. Episangus und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Jetzt kann ich Odiris herstellen. Lockt Ratten aus der Umgebung an. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, okay. Das hier ist für dich. Können wir davon und davon eigentlich auch noch eins machen, ha? Okay, bin ich mal gespannt. Lockt Ratten kurze Zeit zur Aufprallstelle des Geschosses. Ziele auf eine Oberfläche und schieß ein Odoris, damit sich die Ratten in Bewegung setzen. Na gut. Dann geht ihr mal bitte hier rüber. Hui. Geile es Action. Klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Unter anderem, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Was? Das Episangus erweitert die Aufwertungsmöglichkeiten von Amicias Ausrüstung. Drücke I, um das Aufwertungsmenü aufzurufen. Gut. Alchemiebehälter. Verlängert die Wirkungsdauer von Odoris und Luminosa. Okay. Und Ignifer-Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Okay, interessant. Neue Fertigkeiten hier. Neue Dinge, die wir verbessern können. Ist ja schon mal ganz interessant. Okay, also ich muss hier jetzt nicht lang. Und da sieht auch doof aus. Und da, was ist da? Ist zu. Zu de Puff. Okay. Muss ich doch da lang. Haben wir noch irgendwo Stöckers? Da, ich könnte jetzt den Weg noch einmal freischießen an sich. Die wegbrutzeln, aber das reicht ja nicht für alle Ratten. Muss man wahrscheinlich das Neue ausprobieren, ha? Das heißt, ich könnte die jetzt alle hier hinlocken. Go for it. Dann rüber. Anderen Weg gibt es nicht. Verschlossen. Oh, na klar. Und Melly ist nicht da, immer wenn man sie braucht. Ja. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Okay. Wie soll ich das anstellen? Habe ich noch andere Lösungen? Stein.
Stein bringt mir aber nichts. Ich habe hier nichts an Fackeln, die ich machen könnte. Also im Grunde könnte ich jetzt einmal hier den machen. Dann ist die Muni schon wieder weg. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. So, dann kann ich das hier nochmal ein bisschen verschieben. Da hinten glänzt was. Da muss ich als erstes hin. Das ist Loot. Ist eine Ratte, ne? Ja. Okay, hier kann ich auch nochmal was drehen. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Was? Karren? Ah! Der Ausfallschritt nach rechts. Ich vergaß. Könnte in dieser Welt oder kann in dieser Welt schnell den Tod bedeuten. Ah, hier ist das. Ich bin im Grunde hier gar nichts. Muss ich das schon fast? Da ist auf jeden Fall auch was weiß markiert. Da muss ich sie hinlocken. Warte, ich hab's. Mein Hirn ist angesprungen. Chillig. Okay, ich hab's jetzt, Leute. Aufpassen. So. Alle mal darüber, bitte. Jetzt die Laterne, schnell. Machen wir zu dem Puff hier. Haha. Ich hab's doch noch gerafft. Chillig. So, okay, dann kann ich jetzt in Ruhe den Karren holen. Da hinten ist auch irgendwas weiß markiert. Komm ich dann zurück? Oder what? Okay, meine Gutste, dann schieb mal ordentlich. So, jetzt müsste es auch ein bisschen leichter gehen. Was denn? So, alles gut? Das war äußerst diskret. Ja, kann man so sagen. Nur noch etwas weiter. So, did it. Aber wieso konnte ich jetzt da nochmal runter? Was gibt es da drüben an sich noch? Und da habe ich noch so ein Mittelding. Da ist noch irgendwas. Okay, was ist hier noch? Oh, als wäre der Ort hier nicht schon düster genug. Stück einer Grabplastik. Sind nicht spielrelevant, deswegen glaube ich, brauche ich es auch nicht vorlesen. So, schönen guten Tag zusammen, da bin ich wieder. Das ist das Blödsinn. Wir gehen den anderen Weg wieder zurück. So. Okay, weiter geht's. Aber von dem Stuff können wir jetzt auch gerade echt viel herstellen, ne? So. Na bitte, es geht doch. Du schaffst das. Geht doch, geht doch. Da muss ich immer nur selber gut zureden, ne? Okay, hier mal noch ein bisschen Stuff. Okay, cool. Mein Gott, was ist hier passiert? Dasselbe wie überall, anders auch. Meine Liebe. Krieg, Seuche. Ich bin fast da. Machtkämpfe. Ach, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Alter. Was ist mit dem da?
Sieht sehr appetitlich aus. Ja, doch, hier ist auf jeden Fall der Wohlfühlfaktor sehr hoch geschrieben. Oh Gott, die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Alter. Die Ratten. Was? Sie haben die Ratten losgelassen. Helf! Ich kann nichts tun. Tut mir leid, mein Freund. Ich kann nichts tun. Das Schicksal ist besiegelt. Kaum zu glauben. Sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Ja klar, die Ratten kann man im Grunde auch als Waffe einsetzen dann, ne? Wenn man weiß, wie man sie lenken muss. Und das wissen wir, oder wissen die jetzt auch. Haben wir am Ende der letzten Folge gesehen. Verdammtes Rumgequiekel. Das Odorus. Ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch auf Gegner schießen. Machen Hackfleisch aus euch. Like that. Guten Appetit zusammen. Nicht alle auf einmal. Hallo. Ist doch genug für jeden da. Werden doch alle satt. Falls für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Alter. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie bleiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Okay, eine Wache, die könnten wir ablenken. Dann haben wir da noch haufenweise Ratten, die könnten wir eventuell auch auf die Wache hetzen. Na, nicht ganz. Aber durch die Ablenkung. Müsste das eigentlich funktionieren? Probieren wir es aus. So, ich einmal Stein. Die Ratten von der Brücke weglaufen. Was soll der Lärm? Geh mal dahin. Überprüf das mal bitte. Das ist dein Job. Na, sowas. Yeah. Ja, das war falsch. Ah, hat doch geklappt, Leute. Chillig. War mehr Glück als Verstand. Ey. War schön ruhig, ja? Ja, passend. Dass hier die Fackel ist. Okay, da haben wir noch mehr von den Episanguis. Clever gelöst. Okay. Alter, da ist der Mann. Dass hier auch wirklich gar keinen retten kann, ne? Oh, da ist ja noch so ein Dude. Aber der hat keinen Helm auf. Ja, Kinders, würde ich mal sagen. Geht mal darüber, bitte. Nicht Herzen. Warum sind nicht sie Herzen. Noch hier? Das Episango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wenn wir weiter hier bleiben, wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. So, der und Dude wird niemand mehr hat da keinen sein. Helm. Halt endlich deinen Maul und hör auf. Okay, das war dämlich. Ich hätte sie erst mal vielleicht aussprechen lassen sollen, ne? Kannst du mich hören? Bist du stolz auf dich, ihr Harker? Ich war das. Mach die Helm weg. Hast du Auge? So. Ist zwar wieder ein bisschen viel Munition dran flöten gegangen, aber dafür ist sie ja im Grunde da. Wo ich schon das Gefühl habe, ich habe nicht so viel Muni. Hier wird es lang gehen. Hier hinten ist auch nochmal, aber hier ist, glaube ich, der normale Weg, ne? Ja, hier ist der normale Weg, das heißt, wir gehen einmal nochmal kurz hinten rum. Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches.
Oh nein, da will ich hin. Ah, ich kann so ein Ding machen. Brennende Boden. Brennt, Mother Fs. Okay, cool. Dann werde ich dann mal ziemlich hin. Na, da hinten ist auch noch was. Oh, wie sich das hier lohnt, sich umzuschauen. Geiler Scheiß. Okay, was ist jetzt hier drin? Massig Zeug, ne? Geil. Das Looterherz schlägt höher. Können wir noch irgendwas verbessern oder so? Leider nein. Okay, aber ich würde sagen, hat sich auf jeden Fall noch gelohnt, da mal schnell vorbeizuschauen. Das hier. Gut, dann weiter hier im Text. Also ich könnte jetzt an sich sowieso hier rüber. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Ja. So. Das reicht aber noch nicht. Das reicht noch nicht. Alter, knabbert mir vorhin nicht an meinen neuen Schuhen. Werd ich stinksauer, du. Ja. Ist jetzt ein bisschen doof. Müsste ich jetzt wieder so machen, dass ich sage, ey yo, ich schieb das jetzt hier rüber. Dann mache ich, ey yo, check this out over there. Dann mache ich, ey yo, mach zu, de Puff. So, erledigt. Chillig. Hey, du, es brennt in mir drin. Was soll ich tun? Ich, was weiß ich? Wasser. Oh, oh, oh. Oh nein, trink das nicht. Nein, was ein Idiot. Reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. So ein Idiot, aber gut. Wenn du eine trockene Kehle hast und du weißt nicht mehr weiter und bist eh schon total benebelt und keine Ahnung, dann handelst du sowieso nur noch doof. Alter, nee, da will ich noch gar nicht hin. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Okay, aber ich komme hier gar nicht mehr weiter, oder? Wollte eigentlich da noch rüber. Na gut. Soll wohl nicht so sein. Der Mann, der meine Papa getötet hat. Wir nutzen halt echt die Ratten als Waffen. Okay, das wird jetzt an sich sehr interessant. Okay, der eine Dude hat eine Leuchte. Die könnten wir kaputt machen. Schon mal so einen kleinen Überblick erhaschen, bevor wir in die nächste Folge dann starten. Okay, die Ratten kann ich befreien. Ja, das war's im Grunde auch schon. Brauche eigentlich nur die Ratten befreien, ha? Okay, Leute, das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst oder einen Kommentar verfasst. Und jetzt entlasse ich euch in einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.